Herzlich willkommen zu einem Video und zwar zum Spiel Black Rose Wars Rebirth. Und zwar möchte ich gerne Bezug nehmen auf die Apokalypse-Erweiterung. Es ist nämlich so, dass dieses Spiel im Kickstarter mit einigen Paketen ausgeliefert wurde, zumindest bei mir. Ich hätte das Grundspiel plus die Apokalypse-Erweiterung plus, naja, keine Ahnung, 10 kleine Boxen noch hinzu. In diesem Video alles rund um die Apokalypse-Erweiterung. Wie finden wir das? Was ist drin? Und so weiter. Also, los geht's. Was erwarten wir bei dieser Erweiterung? Wir haben jetzt 4 neue Magi-Schulen oder Zauberschulen. Im Grundspiel gibt es 6. Hier kommen jetzt also nochmal 4 dazu, die auch wieder komplett unterschiedlich sind. Die bringen sogar auch neue Beschwörungskreaturen mit, und zwar die Ratten. Da gibt es noch so 1, 2 andere Keywörter, die auch noch hinzukommen. Ihr bekommt 4 neue Magi, die wieder, wie ihr das bereits kennt, ihre eigenen Charakterkarten mitbringen. Insgesamt gibt es ja 3 Charakterkarten pro Magi. Dann, und das finde ich hier das Wichtigste, ist die sogenannte Turniermodus-Erweiterung. Bei der Erweiterung, da schlage ich hier mal im Heft auf, um das nochmal genauer zu sehen, habt ihr die Möglichkeit, euren Charakter selbst zu bauen. Das heißt, ihr bekommt eine Magikarte, indem ihr Fähigkeiten euch kaufen könnt. Ihr habt festgelegte Werte, hier zum Beispiel 9 Leben, 5 Handkarten und so weiter. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, anhand einer Tabelle euch eure Werte einzukaufen. Ihr startet das Ganze mit 10 Punkten, also 10 Generierungspunkten. Die könnt ihr jetzt investieren, um diese Stats hier zu verändern. Denn es ist so, dass die Magi im Grundspiel nahezu alle völlig identisch sind, was diese Stats hier angehen. Ihr Leben, Handkarten, Laufen und so weiter. Das könnt ihr jetzt also individuell anpassen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Was aber noch deutlich besser ist, ihr habt jetzt nämlich auch die Möglichkeit, diese Punkte zu investieren, um euch neue physische Aktionen freizuschalten. Normalerweise war das jetzt zum Beispiel so, ihr habt die Möglichkeit gehabt, zu sagen, ich bewege mich und aktiviere einen Raum. Und jetzt habt ihr zum Beispiel eine physische Aktion, die sagt aus, Ansturm, ich bewege mich und greife dann an. Sowas würde jetzt zum Beispiel 3 Punkte kosten von euren 10, die ihr investieren dürft. Was es dann auch noch gibt, ihr könnt jetzt euer Deck anpassen. Zum Beispiel steht jetzt hier drauf, deine Privatbibliothek darf bis zu 21 Blitzkarten enthalten. Was heißt das? Es geht nämlich weiter. Ihr stellt euch nämlich jetzt so eine Art oder genannte Privatbibliothek. Diese Privatbibliothek bedeutet jetzt, die muss aus gewissen Karten bestehen. Zum Beispiel, sie muss genau 36 Zauberkarten haben, sie müssen 5 Fallenkarten haben, 5 Defense-Karten haben und. Könnt ihr euch alle hier nochmal durchlesen und gerne das Video pausieren. Kurz gefasst, ihr habt jetzt die Möglichkeit, mit dieser Privatbibliothek euer Deck individuell zu gestalten. Ihr müsst das so vorstellen, diejenigen, die das Grundspiel kennen, ihr sucht ja euch am Anfang des Spiels aus irgendeiner Zauberschule 7 Karten raus. Und das ist euer Deck. Jetzt ist es so, dass ihr euch aus 36 Karten eine Privatbibliothek erstellt. Diese Privatbibliothek kann 1 bis 3 Zauberschulen beinhalten. Ihr dürft euch die Karten aussuchen und richtig selbst zusammenbauen. Und dann ist es so, dass ihr euch von dieser Privatbibliothek dann, wenn ihr die 36 Karten habt, ihr zieht dann wieder 7 Karten. Und mit diesen 7 Karten, die ihr zieht, habt ihr die Möglichkeit, einmalig einen sogenannten Mulligan zu machen. Will heißen, ihr könnt 0 bis 7 Karten aus eurer Hand weglegen und auf 7 Karten aufziehen. Und diese 7 Karten, die ihr denn aus eurer Privatbibliothek gezogen habt, die bilden dann euer Deck. Das, was ihr aus dem Grundspiel auch kennt. Und die restlichen Karten werden wieder zusammengemischt, also die ihr zum Beispiel weggelegt habt, bilden dann eure Privatbibliothek. Weiterhin aber mit der wichtigen Ergänzung, dass ihr jetzt
immer von eurer Privatbibliothek zieht. Heißt also zwei Karten von den sieben, die ihr euch zur Seite gelegt habt, plus wieder vier Karten aus eurer Privatbibliothek. Davon nehmt ihr ja wieder zwei von diesen vier, sucht euch aus, sodass ihr immer jede Runde vier Karten zur Verfügung habt. Ihr zieht also nicht mehr aus sechs im Spiel ausliegenden Zauberschulen, sondern ihr habt jetzt euch eure eigene zusammengestellte Privatbibliothek. Das macht das Ganze oder hebt das Ganze nochmal auf ein anderes Level, sagen wir es mal so. Es bleibt dabei, ihr habt diese 10 Punkte, die ihr investieren dürft, und die könnt ihr, wie gesagt, frei wählen. Wollt ihr eure Schrittgeschwindigkeit erhöhen oder wollt ihr eure Privatbibliothek noch besser anpassen? Denn ihr müsst fünf, zum Beispiel fünf Fallenkarten spielen. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr zum Beispiel einen Punkt investieren, damit ihr nicht fünf Fallenkarten spielen müsst. Sowas gibt es halt auch. Oder ihr könnt halt eure Kugelkarten, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, diese Stückzahl erhöhen, indem ihr eine von diesen 10 Punkten darin in rein investiert. Also es gibt jetzt sehr, 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 sehr viele Optionen. Was halten wir jetzt von der Erweiterung? Ich muss sagen, das Spiel wird jetzt noch viel, viel besser. Aber ich kann verstehen, dass es einige Leute vielleicht jetzt zu langwierig finden. Denn, ich sag mal, der größte Nachteil ist, es gibt eine Downtime. Die Downtime besteht darin, dass ihr euch natürlich erstmal die ganzen Schulen, die ihr habt, durchlesen müsstet. Also ihr müsst sowas irgendwo kennen. Auch wenn ihr es schon ein, zweimal gespielt habt, ist es trotzdem nicht so leicht. Dann müsst ihr euch diese Karten raussuchen. Ihr braucht eine gewisse Mindestanzahl von gewissen Kartentypen und ihr müsst also erstmal eure Privatbibliothek bauen. Das ist Downtime. Wir haben uns jetzt so geausholt, dass wir gesagt haben, eine Stunde Zeit. Das kann man denken, was, so lange? Ja, naja, einige brauchen mal länger, andere brauchen vielleicht nicht so lange. Wir haben gesagt, eine ganze Stunde Zeit, um erstmal überhaupt das Deck zu bauen. Denn Fakt ist auch, ich habe jetzt auch zum Beispiel mehr Schulen. Laut Regelwerk heißt es, man darf nur die Schulen aus der Grundbox spielen plus der Erweiterungsbox, aber wir haben einfach noch mehr genommen und dann muss man natürlich auch viel mehr lesen. Dann habe ich natürlich auch viel mehr Magi, denn diese Privatbibliothek startet übrigens mit null Charakterkarten. Das heißt also, wenn ihr einen Charakterkarten von irgendeinem Magi spielen wollt, dann müsst ihr dafür Punkte investieren. Ja, ihr seht schon, es gibt sehr, sehr viele Optionen, die man hier überlegen kann, reinzubringen. Und das dauert halt eben. Aber ich denke, für die, die jetzt auf sowas Bock haben und die ein bisschen mehr aufs Plan aus sind, also Züge planen, Runden planen, für die wird es wahrscheinlich auch nochmal deutlich attraktiver, denn ihr wisst ja, was in eurer Bibliothek drin ist. Heißt also, das, was ihr zieht, ist zwar immer noch ziemlich zufällig, weil ihr die Karten natürlich von eurer Privatbibliothek von oben zieht, ihr wisst ja nicht, wo oben drauf ist, aber ihr wisst, was inhaltlich da drin ist. Das gibt es dem Ganzen noch ein bisschen mehr Stabilität, würde ich da schon fast schon sagen. Also ganz klare Empfehlung, die Apokalypse-Erweiterung mitzunehmen für diejenigen, die nicht scheuen, am Anfang des Spiels noch Zeit investieren zu müssen, um diese Privatbibliothek zu bauen. Wer jetzt sagt, okay, nee, das dauert mir vielleicht zu lange und wenn ich jetzt immer mal wieder neue Spieler habe, die dann das Spiel natürlich nicht kennen, dann müssen sie nicht nur die Regeln des Spiels können, sondern dann müssen sie dann auch noch so eine Privatbibliothek bauen. Das ist zeitintensiv. Wer darauf keine Lust hat, verstehe ich natürlich voll und ganz, der wird nicht glücklich, sagen wir es so. Was das Ganze noch mitbringt, das will ich nicht unterschlagen, es gibt dann noch zusätzliche Karten für die Black Rose. Man tauscht Karten aus. Und ihr spielt dann mit anderen Mondkarten. Grob gesagt, diese Karten sind jetzt spielerorientierter. Das heißt also nicht, die Rose macht jetzt irgendwie Schaden an euch und ihr bekommt oder die macht irgendwelche mehr Stabilität in den Räumen, sondern sie sind, sage ich mal, spielerfreundlicher oder pushen die Spieler. Das ist halt eben so, also nochmal ein ganz anderer Inhalt, den man da reinbringt. Wir sind, auch wenn ich mich wiederhole, sehr überzeugt von der Erweiterung. Ich denke, ihr macht da nichts falsch. Zur Not sind da immer noch vier Schulen drinne, die ihr spielen könnt. Also von mir aus auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, eine super Ergänzung zum Basisspiel. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.